Moin, ich wollte heute die Rotisserie anschmeißen und da ich das neulich schon mal fotografisch mit dem Krustenbraten begleitet habe, habe ich mir gedacht, ich mache heute mal was anderes und zeige euch das Ganze per Video. Also, los geht's! Und zwar haben wir hier zwei Maishähnchen, die werde ich gleich auf die Roti spannen. Und dazu soll es geben einfach Kartoffelspalten, die ich mit Magic Dust würzen werde, genauso wie ich das neulich beim Krustenbraten gemacht habe. Und geräuchert wird das Ganze mit den Grillgold Erlen Wood Chips. Mit Erle habe ich noch nie geräuchert, da bin ich auch mal ganz gespannt. Und da wir zwei Hähnchen haben, wird das eine mit Magic Dust und das andere mit Texas Chicken von Ankerkraut gewürzt. Bevor wir den Anzündkamin anschmeißen, können wir uns erst noch um die Holzchips kümmern. Und zwar müssen wir die erstmal wässern. Da haben wir jetzt hier so eine Schale mit Wasser drin und da packen wir, würde ich sagen, zwei gute Handvoll rein. Dann sind die da erstmal für eine halbe Stunde oder so drin, während der Anzündkamin durchglüht. Thema Anzündkamin, den haben wir ungefähr zu dreiviertel voll. Da sind noch ein paar alte Kohlen vom letzten Mal mit drin. Ziel ist das, ungefähr so 180 Grad nachher im Grill zu haben. Und wo ich in letzter Zeit immer zu übergegangen bin, ist, den mit Brennpaste anzufeuern. Das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Hey! So, jetzt hat es leider gerade angefangen zu regnen. Zum Glück haben wir ein Dach. Aber wir machen das ja auch nicht zum Spaß. Heute ist vorletzter Spieltag der Bundesliga und die letzten Male, als ich am Wochenende gegrillt habe, hat das mit Werder immer ganz gut funktioniert. Insofern grillen wir heute für die Europa League. So, jetzt haben wir hier unsere zwei Maishähnchen und bevor wir die auf die Rotisserie machen können, müssen wir die erstmal noch ein bisschen würzen. Und dazu reibe ich die erstmal von außen ein bisschen mit Öl ein, damit der Rub gleich besser hält. Einfach ganz leicht ein bisschen Öl drüber geben, das einmassieren. So, an den einen Vogel kommt jetzt, wie gesagt, Magic Dust. Und an den anderen machen wir Texas Chicken ran. Und dann können wir die nachher mal vergleichen. Das Gute an Magic Dust ist, da weiß ich, dass das auch für die Kinder ganz gut klappt. Und mit dem Magic Dust machen wir gleich dann auch die Kartoffeln noch weiter an. Der Texas Chicken, der ist ein bisschen schärfer, passt aber, wie der Name schon sagt, auch fantastisch zu Hühnchen und ist, glaube ich, dann für uns Erwachsene eine gute Sache. So, hier beim Hähnchen gucken, dass das überall gut hinkommt. Ein bisschen rumgesaut, aber Gockel Nummer 1 ist eingepudert und dann kommen wir jetzt zum zweiten Hahn. So, jetzt haben wir hier den Drehspieß und da kommt als allererstes der mit Magic Dust gewürzte Vogel drauf. Hier durch. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Krallen so machen, dass sie sich nicht ins Fleisch bohren. Und trotzdem den Vogel da stabil drin halten. Und als zweites dann das Hähnchen mit Texas Chicken. So, zweite Kralle. Von der Roti bin ich übrigens sehr angetan. Also ich habe lange Zeit mit mir gehadert, ob ich mir das Pizzaring-Set holen soll, einfach weil es irgendwie dann doch ja ein bisschen Platz wegnimmt. Nichtsdestotrotz ist gerade die Roti total vielseitig nutzbar und da mache ich echt gerne Dinge mit. So, ich habe die beiden da jetzt rangebaut. Was man hier jetzt noch machen kann, weil die Flügel sonst so noch runterhängen und sich vielleicht ein bisschen zu viel bewegen. Man kann die fixieren, indem man die quasi so dahinter klemmt. Beim Bierbad-Chicken führt das dazu, dass die Hähnchen dann immer so ein bisschen empört aussehen, wenn sie auf ihrem Thron sitzen. Nichtsdestotrotz wackelt dann hier nichts und dann ist das auch alles ein bisschen fester. So,
Und jetzt haben wir die Roti fertig. Ich mache das Brett sauber und dann kümmern wir uns um die Kartoffeln. Der Anzündkamin ist durchgeglüht, das heißt, den können wir uns schon mal schnappen und einfüllen. Ich habe dafür zwei Kohlekörbe fertig gemacht, die jetzt jeweils hier an der Seite stehen. Film und Anzündkamin, nicht nachmachen. So, die Briketts in der Mitte, die werde ich gleich noch mal eben kurz wegtun. Wir nehmen eine Brikettzange. So, genau, die Holzchips habe ich in der Zwischenzeit auch schon abgegossen. Das heißt, die können wir da gleich auch mit drauf tun. Und mir fällt gerade auf, die Kohlekörbe stehen frei. Zack. Zack. So, jetzt kommt da die Roti drauf. Und dann geht's weiter. Wie läuft das jetzt? Jetzt haben wir hier den Pizzaring, da den Grill. Das Gute ist, der hat zwei Griffe, an denen man den einfach anpacken kann und dann so darauf befördern kann. Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe vergessen, den Grillrost noch drauf zu tun. Den brauchen wir gleich, um da den Gemüsekorb mit den Kartoffeln drauf zu tun. Und den drehe ich am besten mal so, dass ich da gleich noch das Holz einfüllen kann. Das kommt da drauf, dann haben wir das. Und zu guter Letzt jetzt, wie gesagt, noch das Holz. Ich zeige es mal so, das ist vielleicht ein bisschen interessanter. Also so sieht jetzt hier unser Setup aus. Da geben wir ein paar von den Erlen Holzchips drauf. Und dann kommt der Deckel drauf. Schmeißen den Motor an. Und ab geht die wilde Fahrt. Alright, so wie man hört, der Motor brummt da vor sich rum. Der Grill räuchert vor sich her. Den haben wir jetzt so ungefähr auf 200 Grad. Zumindest zeigt das Deckelthermometer das an. Wer das kennt, der weiß, dass es irgendwie so 20 oder knapp 20 Grad weniger sind. Also 180 Grad würde ich sagen. Ich fahre den vielleicht gleich noch ein bisschen runter. Ich habe oben und unten die Klappen jeweils halb auf. Ziel wäre das jetzt, wie gesagt, den noch ein bisschen runter zu bekommen und lieber dann am Ende mit der Temperatur nochmal hoch zu gehen, dass wir den die Vögel auch cross kriegen. Ja, ansonsten läuft das, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir uns um die Kartoffeln kümmern. Ich glaube, da muss ich aber gar nicht so viel zu sagen. Das Einzige, was da zu tun ist, die schneiden wir halt in Spalten. Und dann haben wir es auch schon. Dann kommen die alle zusammen in einen Pott. Da kommt nachher auch nochmal Öl und Magic Dust dran. Und Ziel wäre jetzt, die Hähnchen sind irgendwie so 1,5 bis 2 Stunden auf dem Grill. Die Kartoffeln kommen nochmal die letzte Stunde dazu. Wie ihr seht, sind die nicht vorgekocht. In einer Stunde klappt das ganz gut, die auf dem Grill dann indirekt mitzubraten oder zu garen. Die tun wir einfach dann mit unter die Hähnchen und dann läuft das. Genau. Wer sich wundert, dass das hier so ein bisschen hemdsärmeliger ist als sonst bei den Beiträgen. Kamera wackelt, der Typ verspricht sich ab und zu. Ich will das einfach mal ausprobieren, wie das hier so mit Videos ist. Ne? Also ob ihr da Bock drauf habt, könnt ihr gerne schreiben, wenn ich da mehr von machen soll. Wenn nicht, höre ich mir das auch gerne an. Ja, lasst mich das einfach wissen. Ich bin dann später wieder zurück. Bis dann. Ja, wunderbar. Wie man sieht, ist das Wetter auch wieder ein bisschen besser. 1A. Ich glaube, das wird ein genialer Sommer. Also, ja, jetzt haben wir hier unseren Pott voll Kartoffelspalten. Und das ist jetzt ganz einfach, was passiert. Wie die Bustle Brothers sagen würden, Öl rein, Gewürz rein. Schütteln.
fertig. Magic Potatoes. So, jetzt haben wir hier unsere Kartoffeln in dem Gemüsekorb. Das ist der große Gemüsekorb von Weber. Ein Zusammenspiel mit der Roti ist ja eigentlich ganz nett, weil man den dann einfach immer unter das eigentliche Grillgut packen kann. Ganz normal für indirekt finde ich den fast schon ein bisschen groß. Aber was soll's. Für unsere Zwecke jetzt ist das genau richtig. So, genau. Dann nehmen wir mal den Deckel ab. Können wir auch schon mal den ersten Blick aufs Hähnchen werfen. Ja, oh, das sieht schon gut aus. So, was ich jetzt einfach machen würde, ist den Grillkorb hier, da muss man ein bisschen gucken, dass das platzmäßig hinkommt, einfach mit da unterstellen, Vorsicht heiß. So, dann gucken wir mal, dass das frei rotieren kann. Sieht aber gut aus. Und zwischendurch muss man die Kartoffeln dann einfach ein bisschen wenden. So, yum yum. So, der Moment ist gekommen. Knappe anderthalb Stunden, nachdem wir die Hähnchen reingehängt haben, ist es soweit. Zwischen Brust und Keule haben wir so eine Kerntemperatur von ungefähr 80 Grad. Das habe ich gerade schon mal gemessen und deshalb holen wir die zwei Vögel jetzt mal aus dem Grill. So sieht das Ganze dann also aus, wenn es fertig ist. Das heißt, wir machen uns drinnen ans Essen. Danach gibt es die Bundesliga. Ich habe für heute meine Schuldigkeit getan. Hoffen wir, dass wer danach zieht. Also. Okay, dieses Bild wollte ich mir nicht nehmen lassen, um nochmal Tschüss zu sagen. Also, wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, ich probiere das hier gerade aus. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, sagt Bescheid. Wenn euch es nicht gefallen hat, sagt auch Bescheid. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal auf dem Blog, wie auch immer. Bye, bye. Das ist Internet ist das Beste. Aber... wenn ihr wollt, könnt ihr mal zu uns kommen. Tschüss!